Abschnitt 88. Während sie das Zimmer verlassen und in den Flur treten, überlegen sie laut. Was könnte er gefunden haben, was den Mord an Lirukon aufklären könnte? Einen Moment scheint die Geweihte zu überlegen. Dann richtet sie das Wort an sie. Was genau hat der Junge gesagt, bevor er die Treppe hinaufging? Sie müssen etwas überlegen. Irgendwie scheint ihnen diese Erinnerung weit entfernt zu liegen, als sei es schon geraume Zeit vergangen. Er meinte, dass er eine Vermutung hätte, wer hinter der ganzen Angelegenheit stecken könnte, und wollte einen Beweis suchen. Als ich ihn dann hier oben fand, sagte er noch, dass er jemanden wiedererkannt hätte. Cora geht langsam weiter die Galerie entlang. Ob er damit Samatia meinte, überlegte sie. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass hier noch jemand anderes Dreck am Stecken hat. Sie machen einige schnelle Schritte, um die Geweihte einzuholen, die scheinbar in Gedanken dem Flur weiter entlang geht. Möchten Sie vielleicht noch nachfragen, was sie mit der letzten Äußerung meint? Dann machen Sie 56, ansonsten beschließen Sie zusammen. Nein, wir gehen jetzt 56. Wirkt schon 50, mal genauer. Gründen, was sie meint. 56 war das, 56. Meinten sie jemand Bestimmtes, als sie von Dreck am Stecken reden? Haken sie weiter nach? Die Geweihte schnaubte verächtlich. Oh ja. Schließlich bleibt Cora stehen und blickt ihnen in die Augen. Ich weiß nicht, ob sie schon herausgefunden haben, was ich war, als ich noch nicht für die Göttin gekämpft habe. Darum möchte ich ihnen das in kurzen Worten erzählen. Als ich noch ein junges Mädchen war, war ich bestimmt eine gute Partie. Allein der Reichtum meines Bruders machte mich für viele interessant. Doch besonders ein Mann hat mich bedrängt. Vorogan Berkas, der Notar der Familie. Seine ständigen Avancen sind zwar nicht alleine der Grund, weshalb ich mein Leben nun so verbringe, wie ich es tue, aber doch ein erheblicher Bestandteil meiner Entscheidung. Farogan hat mir das nie verziehen. Nicht etwas, weil er mich liebte. Wanda bewahre. Nein, weil er immer Besitz und Ländereien haben wollte. Und er mit mir die größte Chance seines Lebens gesehen hat. Chance seines Lebens gehen sah. So. Cora macht eine kleine Pause. Als wolle sie überlegen, ob sie weitersprechen könne. Er hat mir damals sogar gedroht, meinen guten Ruf zu ruinieren und als leichtes Mädchen darzustellen, wenn ich ihm nicht nachgebe. Doch das hat er sich dann doch nicht getraut. Dennoch glaube ich, dass er zu drastischen Mitteln greifen wird, wenn es ihm Nutzen bringt. Die kurze Pause, die Cora machte, nutzen sie, um sich ihre eigenen Gedanken zu machen. Ein Notar, Anwalt der Familie, würde wirklich so eine Erpressung durchführen, von der die Geweihte gesprochen hat? Doch schon fährt Cora fort. Und Samatia habe ich noch nie über den Weg getraut. Er ist auch immer in Geldnot. Das mag vielleicht etwas ungerecht sein, doch irgendetwas an seiner Art hat mich immer misstrauisch gemacht.
Zumal ich jetzt gesehen habe, dass sich der Bade und Vorgang scheinbar kennen. Langsam schreiten sie nun zusammen den Gang entlang in Richtung Samatheas Zimmer. Haben Sie das Stichwort Tarnele, dann reden Sie bei Abschnitt 431 weiter der Geweihten, sonst können Sie bei 5 das Quartier der Bad betreten. Wie heißt das Passwort? Tarnele, habe ich Tarnele schon? Tarnele. Braun habe ich. Kleine Sache habe ich auch nicht. Nein, Tarnele habe ich noch nicht. Wieso habe ich das noch nicht? Ich habe noch Tarnele nicht. Dann können Sie auf Nummer 5. Geht zielstrebig auf eine Tür zu, die sich fast diagonal zu ihrem eigenen Quartier befindet. Ohne zu zögern öffnet sie die Tür und tritt ein. Sie folgen ihr auf dem Fuße. Doch Samati scheint nicht hier zu sein. Neugierig sehen sie sich in dem Zimmer um. Vielleicht waren sie auch schon einmal hier. 429, sonst sehen Sie erstmal einen Abschnitt. Die waren schon hier, deswegen können wir auf 429 gehen. Dann waren Sie auch schon einmal hier. 20. Sehen Sie noch einmal Abschnitt 21, könnte auf 429. Gehen wir wieder runter. 429, wir waren schon hier. 429. Auf den ersten Blick finden Sie nichts Auffälliges. Ein Bett steht an der Wand, eine Tür steht an der Seite, sonst können Sie noch nichts entdecken. Auch ein großer Reiseumhang und die Harfe des Bahn sowie einige vollgeschriebene Hefte, doch das kann Sie alles nicht in Aufregung versetzen. Mit einem Seufzer lassen Sie sich auf das Bett plumpsen. Versuchen Sie es noch mit einer Sehschärfprobe, ob Sie sich dort noch etwas fühlen. Und Sie schnell nach der Wahl eine Sehschärfprobe machen. Sie lassen noch einmal Ihr Blick durch das Zimmer schweifen und wollen schon aufgeben. Da fällt Ihnen etwas auf. Unter dem Kopfkissen liegt ein Zipfel von einem Stück Papier hervor. Aufgeregt nehmen Sie das Kissen weg und halten kurz drauf. Und halten kurz darauf bei Abschnitt 97 und 3 AP Schriftrolle und 3 AP in den Händen. Ah, Nummer 3. Ich glaube, den Zettel, meine Punkten 3. Nummer 3 plus 3 AP nehmen wir nochmal mit und wir gehen aus Abschnitt 97. Sind wieder ganz oben. Weit. Ganz so weit oben ist es nun doch nicht. '97 habe ich gesagt, ne? Das habe ich vergessen. Verdammt. '97. Cora hat mittlerweile neben ihnen auf dem Bett Platz genommen.
Mit vor Aufregung zitternden Händen hält sie das Schriftstück in den Händen. Das gibt's doch nicht, entfährt es ihr. Das ist die Handschrift meines Bruders. Sie beugt sich zu der Frau herüber, um besser sehen zu können, während Cora mit offenem Mund dasitzt und die Zeilen überfliegt. Nach kurzer Zeit lässt sie die Hände sinken und starrt sie ungläubig an. Das ist der Entwurf des Testaments. Nachdem sie ein paar Mal tief durchgeatmet hat, fährt sie fort. Das ist der Entwurf des Testaments, wiederholte sie. Und hier sind an den Rändern einige Fußnoten und Verbesserungen vorgenommen worden. Was macht das hier in diesem Raum? Cora kann gar nicht fassen, was sie gefunden haben. Können Sie ihr vielleicht einiges erklären, wenn Sie das Stichwort Krötenschemel kennen? Ich habe Krötenschemel. Ich glaube nicht, Krötenschemel sagt mir jetzt gar nichts. Krötenschemel. Oder Raun haben wir, Wasserrausch, Igelschreck haben wir. Für Kölsch erkennen? Oder müssen Sie bei Abschnitt 75 andere Antwortfragen finden? 75. Müssen wir andere Antwortfragen finden? 75. Weil ich vor einiges ausgelassen anscheinend. 75, dass ich das Passwort nicht habe. Das ist in der Tat eine gute Frage. Was macht der Entwurf des Testaments in San Matthias Zimmer? So sehr Sie sich auch darüber nachdenken, so fällt Ihnen doch nichts ein, was Sie vor der Geweihten auch begründen könnten. Cora hält immer noch den Testamentsentwurf in den Händen. Was macht das Testament hier? Flüstert sie mehr zu sich selbst denn zu Ihnen. Als sie plötzlich so heftig aufspringt, dass sie fast vom Bett fallen. Cora stürzt förmlich zu der Truhe und öffnet sie erregt. Der Harfe, die bis eben noch auf dem Deckel lag, schenkte sie selbst dann keine Beachtung, als das Bündel von der Truhe rutscht, ein heftiges Bling hören lässt. Schnell durchwühlt die Geweihte den Inhalt der Truhe, bis sie schließlich ein Heft gefunden hat. Mit dieser Beute in den Händen kehrt sie wieder zu ihnen zurück und setzt sich erneut neben sie. Hastig blättert Cora die Seiten des Heftes durch. Hier, sehen Sie, fordert sie die aufgeregte Frau auf. Er benutzte bei seinen Aufzeichnungen niemals das gleiche Schriftbild. Während sie im Schnelldurchlauf Seite um Seite des Heftes sehen, fällt sogar ihnen auf, dass Sammeltier zwar eine saubere und schöne, wenn auch aber eine sehr abwechslungsreiche Handschrift hat. Ja, ich glaube, dass Sammeltier darin geübt ist, verschiedene Schriften aufzuarbeiten. Wahrscheinlich kann er ganz leicht Unterschriften erkennen. An Coras Blick können Sie erkennen, dass sie der gleichen Meinung ist. Die Pause, die nun entstand ist, sollten Sie nutzen, um zu Abschnitt 332 zu blättern. 332. Ganz unten. 332. Soweit. 332. Huch. Kurzer Abschnitt. Dann hat Sammeltier also das Testament meines Bruders gefälscht, beendet Cora ihr Gedankengang.
So sieht es aus, bekräftigen sie die Geweihte. Doch warum hat er sich denn nicht als Alleinerbe eingesetzt? Das wäre doch viel einfacher gewesen, als dieses Schauspiel hier durchzuführen. Cora sieht sie mit einem Blick an, der sagt, meinen Sie das ernst, was Sie da sagen? Machen Sie schnell eine Probe auf Klugheit, um zu sehen, was an Sie an Ihre Theorie stört. Eine Klugheitsprobe. Gelungen natürlich. So, Link diese Probe blendet Sie nach 228. Das tun wir dann prompt. 28. 228. Ja, wie es weitergeht, erfährt ihr in Kürze. Ciao!